Vor allem, Alter, was ich nie gerafft habe bei den Ami-Filmen, wenn die so braune Tüten hatten, Alkohol getrunken haben und so braune Tüten drüber hatten, ne? Du wusstest trotzdem, du wusstest doch ganz genau, ja. Das ist richtig behindert, ne? Das heißt, die Kids, ob da jetzt eine Marke draufsteht oder diese braune Tüte, genau, eigentlich scheißegal, Alter. Weil es ist letztendlich weiß das Kind das Bier, Alter. Genau. Offenes Geheimnis. Richtig, ja, boys. Ich bin nicht deswegen Alkoholiker geworden. Was geht ab, was geht ab, meine Damen und Herren? Cut the Bullshit. Mein Name ist Hakim. Mein Name ist Prodigy. Mein Name ist Jing. Und wir haben heute am Stizzo Mo Oshi. Ey, was geht ab? Ey, wir haben heute eine Sendung der anderen Art und Weise, ne? Ja, ein bisschen. Wir haben uns überlegt, es gibt Leute, die machen coole Sachen und die laden wir ein. Und so einfach. So einfach. So. Ganz einfache Geschichte. Und wir haben es schon geteasert, wo wir Instagram online gegangen sind. Genau, stimmt. Yes. Wo wir wieder live waren. Und das könnt ihr euch auch mal oft reinziehen. Nach den Podcasts haben wir uns jetzt angewöhnt, live zu gehen. Live zu kommen, ja. Könnt ihr euch angucken, entweder bei Hakim auf der Story oder bei der Cut the Bullshit Story. Kommt am besten auf die Cut the Bullshit Story. Ja. Bei mir passiert nur Scheiße, Alter. Mo, Bruder, was geht ab? Alles fresh. Erstmal Dankeschön, Jungs, für die Einladung. Ich stell dich vor so ein bisschen. Das machen wir normalerweise nicht. Okay. Ja, wir machen hier dieses, weißt du. Aber bei dir ist es ein bisschen besonderer, denn du hast ein Unternehmen, in dem du Schuhe, Sneakers, weißt du, die Leute, die uns zugucken und zuhören, wissen, dass ich ein Sneaker-Freak bin. Für die, die nach 2000 geboren sind, Sneaker sind Turnschuhe. Ey, obwohl die heute wissen das besser als wir. Ja, ich mach nur Spaß. Das ist krass. Ich mach nur Spaß. Das feier ich ein bisschen, dieses Comeback der Sneaker, Alter. Ja, auf jeden Fall, du machst Sneaker, ihr macht Airbrushs auf diese Sneaker. Richtig. Und macht individuelle Bilder, Logos und keine Ahnung was. Dabei hast du krasse Leute, keine Ahnung, Sido, Bushido, was weiß ich wen alles. Nizar, natürlich der größte Star von allen. Oh. Weißt du, wenn nach Nizar den Millionär... Nach dem Hummeressen. Weißt du, wenn Nizar nach dem Hummeressen kurz seine Air Force One abgegeben hat und mit seinen Millionen Euro... Hat er bezahlt, Bruder, dafür? Schöne Grüße an Dubi an der Stelle auf jeden Fall. Ich weiß, Nizar hat wahrscheinlich so viele Sneaker, ich weiß gar nicht, ob der welche von uns oder von anderen Kollegen hat. Der ist wirklich aber so ein richtiger Sneaker. Was wir wissen wollen, der hat nicht bezahlt, ne? Ich habe den Nizar zu dem Zeitpunkt gar nicht gesehen. Alles dank dir. Nizar, Bruder, mit deinen Millionen auf der Bank, Bruder, warum bezahlst du die Leute nicht, Alter? Nimmst du auch noch Sponsorings und sowas, du kleiner Geier. Nein. Viele Grüße an Nizar, Bruder. Nizar, der Arme, sein Instagram-Account ist seit einem Monat gelöscht, Alter. Ach, deswegen ist der offline. Ach, ja, krass. Die haben den gebannt. Gebannt? Wir haben den gebannt. Warum? Gerne gefickt, gebannt. Alter. Warum haben die dich gefickt, Bruder? Weil er rassistisch, frauenfeindliches Arschloch ist, Alter. Aber Bruder, du hast jetzt viel zu früh gespoilert. Du hast jetzt schon ausgepackt, Sido, Mido, dies, das. Wir haben dem Jungen gar keinen Shining-Moment mehr jetzt gelassen. Nee, es ist ein Shining, weil seine Story ist gar nicht so, ist gar nicht so, wie man denkt, dass er jetzt ein Graffiti-Typ ist, der dann Air Force genommen hat und sich gedacht, weil das habe ich gedacht. Okay. Aber wir haben uns vor ein paar Wochen gesehen bei einer Show und hast du mir erzählt, dass es ganz anders gekommen ist. Richtig. Genau. Darüber quatschen wir jetzt. Wir müssen ein paar Sachen abhaken. Nämlich, wir haben letzte Folge vergessen, darüber zu erzählen. Alter. Wie krass, bitte. Trommelwirbel. Alter, der Super Bowl nächstes Jahr. Ah, Alter. Dr. Dre. Im Februar. Alter, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige. Eminem. Kendrick Lamar, Eminem. Oder das Up and Smoke Tour. Alter. Krass. Nicht nur Up and Smoke, du, das ist wie BET 97, Alter, und alle sind da. Überkrass. Ja, Mann. Also das ist brutal. Ja, das brutal. Ist richtig, richtig brutal. Aber ey, meint ihr, die Detox kommt dann? Nein, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Die Erwartung an Detox ist so hoch, du kannst die gar nicht mehr erfüllen. Und deswegen hat er ja irgendwann gesagt, hey, ich mache jetzt ein neues Ding. Und es kann sogar sein, dass dieses Jahr, Ende diesen Jahres, das Ding rauskommt. Ja, ne? Genau, wenn das nicht wieder so eine leere Versprechung ist. Guck mal, der hat uns seit 20 Jahren verarscht fast. Ne? Ja, und wir glauben es immer noch. Ich bin immer noch so, Ende des Jahres kommt 2001, raus. Ja, ja, 2001, eigentlich müsste der dieses Jahr 20 noch Jahre. 2021, ja, eigentlich, deswegen will er. Eigentlich hätte der dieses Jahr was deswegen raus will er. Ich mein, Dings war, Flavor Flav war bei ihm und Flavor Flav hat dann ein Interview gegeben und meinte, ich habe das neue Album von Dr. Dre gehört. Bro, Flavor Flav erzählt dir alles für $100, Bruder. Für Crack, Alter. Für ein bisschen Crack. Für einen Crackstein, Alter. Für einen Cheeseburger. Ja, ja, aber echt. Ich schwör's dir. Trägt immer diese fetten Ketten, Alter. Normal. Die Uhr. Naja. Yeah, boy! Cut the bullshit, Pendejo! Okay, wir haben Scheiße gebaut. Ganz einfach Geschichte. Wir haben eigentlich schon jetzt gerade fast eine halbe Stunde geredet. Aber, Also. Diesmal war ich es nicht. Diesmal war es wirklich mein Bauchgefühl. Ich habe gerade wirklich einfach mein Bauchgefühl gesagt, mit der Kamera stimmt was nicht. Aber das ist halt, wenn der Onni nicht kommt.
Ja, ja, genau. Oni, du bist schuld. Für die 5000 Euro im Monat, die wir dem zahlen. Gar nichts. Ey, wir waren... Warte, ich will noch eine... Ja. Eines, also waren wir beim Super Bowl durch? Wir waren beim Super Bowl durch. Super Bowl durch. Aber eigentlich krass. Eigentlich müsste man das noch ausweiten. Aber ich habe zu wenig Info über, was da noch passiert. Weiß man eh nicht. Die haben selber nicht so viele Infos. Ja. Boah, es wird krass. Das wird richtig krass. Ja. Und zwar in eigener Sache, nächste Woche, am Samstag, glaube ich, läuft eine Abstimmung für das Tor des Monats. Ich weiß, seid ihr so nicht die Fußballfreaks, aber normalerweise wird immer das Tor des Monats gewählt. Und diesmal ist jemand dabei. Es gibt das erste Mal in Deutschland eine Bundesliga, die erste Saison ist jetzt fast durch, für amputierten Fußball. Und einer von den Spielern ist dort von Fortuna Düsseldorf. Er hat ein Tor geschossen von seiner eigenen, von seinem Tor ins gegnerische Tor. Geil. Und das ist, glaube ich, gerade auf Platz 2 und geht einfach auf die Seite, ich glaube Sportschau, und wählt den. Und nächste Woche darf ich die besuchen. Beim Training und geil, ein bisschen mit dem Quatschen und die erzählen, das könnt ihr euch dann reinziehen. Hammer. Nice. Hast du noch ein paar Tipps für Tipico? Boah, ich weiß gar nicht, wer da auf Platz 1 ist, ob man da auch wählen kann. Amputierten Fußball. Boah, das wäre was für die Glücksspielsüchtigen. Geht man zum amputierten Fußball und wettet damit. Ja, also... Kennst du diese Leute, die so gar nichts mit Fußball zu tun haben, aber, Alter, die kennen jedes Ergebnis und dies und das und so, nur für Tipico. Ja. Nicht, weil die Fußballfans sind einfach nur für Tipico. Aber echt. Die Tipico-Fußballfans. Ey, ich muss auch ganz kurz was sagen, und zwar, das habe ich vergessen, zum Glück müssen wir cutten, weil das habe ich mich daran erinnert. Ja. Ey, ich habe ein T-Shirt geschenkt bekommen. Ich raff die ganze Story nicht so ganz, du musst mich aufklären ein bisschen, Alter. Ja. Ich muss sagen an den Kollegen, ich habe leider das T-Shirt zu Hause vergessen. GG außer Kontrolle. Es tut mir leid, ich habe das T-Shirt diesmal zu Hause vergessen. Nächste Folge. Aber nächste Folge bringe ich es mit und zeige, es ist ein Menace to Society T-Shirt. Ich erkläre dir die Story. Also, GG außer Kontrolle, Shoutouts von hier aus. Der Kollege macht eigentlich so auf Instagram, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen Comedy, das wird ihn runtergraden. Er macht so Unterhaltungsgeschichten und er ist auch wirklich ein krasser Entertainer und er ist auch wirklich witzig und auch menschlich richtig coole Sau. Shoutouts an der Stelle. Und irgendwann, haben wir mal irgendwas über, ich glaube, entweder über NBA-Shirts oder ich glaube, das war die Folge, wo wir über Jordan gesprochen haben, okay, und wo wir mal darüber gesprochen haben, dass du so Jordan-Jerseys und was weiß ich nicht und so. Irgendwie ist er auf jeden Fall darauf gekommen und meinte, ey, für Hakim, wenn du willst, da sind so geile Oldschool-Shirts und der mag ja sowas, bestell ihm das aus Frankreich und da gibt es wohl noch in Australien noch so eine Shirt-Company und ich habe geguckt und die waren irgendwie alle ausverkauft, da gab es ein T-Shirt mit Aaliyah, ja, und was weiß ich nicht. Kennt ihr diese alten Shirts, die man so auf Konzerten von Metallica oder AC/DC bekommen hat? Ja. Das sind so dieser Stil von T-Shirts, aber halt für Hip-Hop-Geschichten. So zum Beispiel für, was weiß ich, für Tupac, für Aaliyah, geil, und all sowas. Und ich so, ey, ich will ihm das unbedingt holen, aber dann habe ich das irgendwie vercheckt und das hat irgendwie nicht geklappt. Dann hatten die den nicht mehr. Und dann, ich habe aber die ganze Zeit auch mit ihm geschrieben. Und dann hat er aus dem Nichts anscheinend dir geschrieben und ein T-Shirt dir geschickt. Nee, er hat mir so geschrieben in meiner Fragerunde, schreibt er mir, dich erwartet eine Überraschung. Ich so, tschüss, das ist schon Bedrohung, Alter, weißt du? In sieben Tagen. So, nein, nein. In sieben Tagen wirst du sterben. Ja, weißt du? Was willst du von mir, du Wichser? Ich so, Bro, bist du Bro, es geht dir ab, Alter. Und der so, nein, ein Freund von dir und der will mich sagen, wer, weißt du? Irgendwann ist so, ey, Alter, wen kennst du denn, den ich kenne? So, weißt du? Also langsam war ich so... Das wirst du schon sehen. Weißt du? Wollte mir nicht unbedingt sagen, was es ist. Und dann hat er mir das zukommen lassen. Auf jeden Fall, ey, vielen, vielen Dank, Mann. Das war ein hammergeiles Geschenk. Hast du das Paket geöffnet? Einfach so? Oder hast du geschüttelt? Gescannt? Hätte ja auch Antrag sein können oder so. Oder ich glaube, so wie es gekommen ist, hätte ich das weggeschmissen. Nee, deswegen habe ich euch ja in die Gruppe geschrieben. Kennt ihr jemanden? Deswegen war so. Ihr müsst ihn abchecken. Kennt ihr diese Typen, die so Comedy machen mit aber unterschiedlichen Charaktern? Aber das ist jeder Charakter, den er spielt, er ist der Charakter. Er spielt das nicht. Er ist einfach dieser Charakter. Und das ist echt krank. Ja, sehr gut. Er hat auch wirklich schon so ein. Er ist voll auf deinem Film. Ich glaube, wenn ihr euch beide mal trefft. Ich hab ihm auch gesagt, ich muss mir reinziehen, was er macht. Ich kam noch nicht dazu, aber das mach ich mal in Ruhe. Zieh ich mir mal rein, was er da treibt. Hast du denn das Geschenk auch schon bekommen? Deswegen sage ich, ich habe das T-Shirt leider vergessen zu Hause. Aber nächste Folge werde ich es zeigen. Das ist ein Menace to Society T-Shirt so. Ja. Und soll wohl, also man bekommt es kein zweites Mal. Nee. Weil das ist das Geile daran. Genau. Und da sind wir auch schon zum, ja, Mann, was man auch nicht zweites Mal bekommt, ist, wenn ihr Schuhe macht, genau, ist es ein Unikat. So. Ihr macht Airbrush. Unique so, Schuhe.
Ich weiß nicht, wo wir den Cut gemacht haben, ob wir jetzt gesagt haben, was. Aber jetzt war der Übergang schöner. Aber ja, der war gut, ne? Ja, super. Der war richtig gut. Respekt, Bruder. Hammer, ne? Als ob du studiert hättest. Ne? Habibi. Also, Moderationsanfragen, info at LKA NRW. Jetzt ein zweites Mal, obwohl die Kamera abgekackt ist, aber wir machen es jetzt auf Realform. Also, wenn du jetzt anfangen müsstest, deine Geschichte zu erzählen, wo würde die anfangen? Also, viele denken ja, war ja bei dir auch so, dass ich irgendwie so ein Talent habe und dann gedacht habe, okay, ich mache jetzt Schuhe. War aber überhaupt nicht so. Das war wirklich so eine Übernachtssache. Warum sage ich Bar? Ich saß in der Bar und ich habe mit einem Freund gesprochen. Wir haben über Sneaker gesprochen und über Customs und boah, in Amerika ist das voll krass und bla bla und einfach rumgespinnt. Also für die, die gerade zuhören, weil auf YouTube werden wir es zeigen. Ihr seht jetzt ein Video auf YouTube. Die, die zuhören auf Spotify und sowas, es sind wirklich, also Unikate. Das heißt, egal welches Bild ihr haben wollt auf diesen Sneakers, meistens Air Force One, ne, weil die Fläche größer ist, genau, könnt ihr alles draufmalen lassen, was geht eigentlich. Ne? Und ja, das genau sagt jemand, der nicht mal zwei Strichmenschen malen konnte genau eigentlich. Ne? Was hat sich für eine Note in Kunst damals? Boah, weiß ich gar nicht. Ich glaube, mit Schleimen habe ich noch eine 2 hinbekommen. So. Aber wirklich mit Schleim immer hingehen. Und das war eher das Talent, das künstlerische Talent. Genau. Aber ja, wie gesagt, wir saßen dann da und ich habe halt ein ganz gutes Netzwerk. Und der Kollege, der mit mir darüber gesprochen hat, der mich dazu auch motiviert hat, der hat halt gesagt, hey, das wäre eigentlich voll krass, wenn du das so machen könntest und dann noch mit deinen Ideen und so weiter und so fort. Und ich habe den angeguckt, ich habe mir gedacht, was erzählt der mir da? Ne? Der erwartet doch jetzt nicht wirklich von mir, dass ich anfange, Schuhe zu bemalen. Woher holt er das? Warum hat er das denn gesagt? Also, nee, nee, das ist ein Business-Move. Die haben ja, das war so die haben ja über genau die US-Customs. Ja, aber du sagst ja nicht zu einem Kollegen von dir, der nichts damit zu tun hat. War der Marokkaner, nee, der Marokkaner, Bruder? Nee, war kein Marokkaner. War der kein Marokkaner? Nein, aber der hat dem Marokkaner gesagt, ey Bruder, da gibt's Business, Bruder. Guck mal, die machen Geld damit, ja, mach das auch. Aber Bruder, ich kann das nicht. Nein, egal, Bruder. Bruder, das Einzige, was ich zeichnen kann, ist ein Weihnachtsbaum. Und glaub mir, der, also ist kein schöner Weihnachtsbaum. Und wenn du zu deinem Kollegen sagst, ey Bro, Airbrush, ne, und der Typ kann nicht mal einen Weihnachtsbaum, also was hat er sich denn gedacht? Guck, Bruder, der hat seinen Pulli heute zerkriegt. Den habe ich selber gemalt. Guck, wie schön ich der aussieht. Ich verschönere dir den, wenn du willst. So ein bisschen. Können wir gleich mal drüber reden. So, und dann hat er einfach gesagt, ey Bruder, mach du mal Schuhe. Nee, der so, ey, du musst das mal anfassen, so. Probier das mal. Ich weiß nicht, ob das mein Schicksal war oder warum der das gesagt hat. Keine Ahnung, es kam einfach. Und dann habe ich, wie gesagt, habe mich ein bisschen darüber lustig gemacht. Aber er war halt so die Motivation am Anfang und hat mich da auf diesen Trip gebracht. Es war ein reiner Business-Gedanke. Reiner Business-Gedanke. Ne? So, genau. Verknüpft mal so das und verknüpft mal dies. Accepted. Und ich so, ne, erstmal gar nicht. Ich so, ey, Challenge, was für eine Challenge ist das so? Das passt gar nicht. Ne? Shoutout erstmal an den Kollegen. Wir wissen, von wem wir sprechen. Danke für alles erstmal. Und ja, wie gesagt, dann bin ich nach Hause gegangen. Und dieser Gedanke hat mich einfach nicht verlassen. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht. Ich so, Schuhe bemalen und dann so und dann dies und dann machst du da und dann machst du hier und dann machst du da und dann kannst nicht zeichnen, Alter. Wie du machst? Du kannst nicht zeichnen. So, die Grundlage einfach fehlt komplett. So, nicht mal so ein bisschen. Null. Und wie gesagt, ich bin ins Bett gegangen, schlafen, nächsten Tag aufgestanden zur Arbeit. Ich habe einen ganz normalen Job gemacht. Ne? Immer Vertrieb oder im Marketing gewesen. Und dann habe ich mir gedacht so, warum verlässt mich dieser Gedanke nicht? Und an dem Abend davor habe ich noch meinen Bruder angerufen. Der ist nämlich so ein bisschen sneakerkrank. Ne? Er liebt halt Schuhe irgendwie über alles. So, das war auch so das Einzige, wofür der immer Ärger bekommen hat zu Hause. Meine Mutter ist immer durchgedreht, nur wegen diesen Schuhen von ihm. Und ich habe den dazu gerufen. Der ist dann wirklich nach Düsseldorf noch gekommen. Und wir haben darüber gesprochen. Und am nächsten Tag habe ich gesagt, ey, sollen wir das nicht machen? Wir machen das einfach. Wir setzen uns zusammen hin. Ich besorge jemanden, wir lernen das und dann ziehen wir das einfach durch. Aber wusstest du da schon, dass du selber lernen wirst und nicht jemanden holst, der es kann? Nein, bei mir ist immer Prinzip, also Regel Nummer 1, wenn ich etwas... Aber man fragt ja normalerweise jemanden, der das kann. Das ist ja wie zwei Blinde malen eine Landkarte. Genau, ich weiß nicht. Wie gesagt, so wenn man sich das so anhört, denkt man sich, Alter, was für eine Schnapsgeschichte. So. Ja, mutig auf jeden Fall. Aus einer Schnapsidee. Aber es war wirklich so, wie es ist. Ne? Schnapsidee, ne? Wirklich Schnapsidee. Und dann hat es irgendwie Gestalt angenommen. Und um auf deine Frage kurz zurückzukommen, bei mir Regel Nummer 1, wenn ich was verkaufe oder wenn ich was erschaffen möchte, muss ich es erstmal selber können. Okay, krass. Weil ich bin der Einzige oder ja, in dem Moment bin ich der Einzige, der für Qualität garantieren kann, wenn ich das selber kann.
Ja? Nee, weil ich meine, das Ding ist ja, du hast eine Idee, weißt du, eine Idee, und manchmal kann man ja der Vertreiber sein von der Geschichte oder halt der Erschaffer, so, weißt du? Aber selbst wenn du die vertreibst, musst du selber nutzen erstmal. Oder musst du dich mit diesem Produkt irgendwie verinnerlichen, damit du das vertreiben kannst. Gibt natürlich so Ausnahmetalente, die können alles verkaufen, ist egal, aber in den meisten Fällen ist es so, musst du dich selber damit irgendwie befassen. Wie gesagt, am nächsten Tag aufgestanden, dann habe ich einfach meine Frau gefragt, ich so, ey, was hältst du eigentlich davon? Da hat sie mich so angeguckt, ich so, willst du nicht langsam los zur Arbeit? Träum auch anders, Junge. Ne? Das war so, wie gesagt. Aber wie gesagt, der Gedanke hat mich nicht verlassen. Deine Frau so, ja, kannst du machen, mach das am Wochenende, bring aber bitte vorher noch den Müll raus. Ja, so ungefähr, genau. Und dann so, was für Schuhe? Genau. Schuhe? Ja. Machst du auch Handtaschen? Ey, Jungs, tut mir leid, es tut mir voll leid. Oh, Handtaschen. Ey, es tut mir voll leid, ich muss nochmal cutten. Ja, mach du mal. Also, Frauenschuhe. Achso, sorry, ich bin neu. Ja, und wie gesagt. Jetzt haben wir ihn rausgebracht. Jetzt bist du raus. Lass mich ganz kurz, ich bin wieder Handtaschen, drin. Aber ganz ehrlich, Handtaschen. Ja. Jetzt stell dir mal vor, und das wäre nicht unwahrscheinlich, wie Ed Hardy das damals gemacht hat, weißt du? Für Klamottenhersteller, zum Beispiel so eine Louis Vuitton-Edition oder Gucci-Edition, wo du so, du musst ja nicht mal komplett unstylen, aber wenn so dein Touch, so ein Touch-Up da drauf ist, das wäre doch krank. Das wäre geisteskrank. Ja, voll. Das wäre geisteskrank. Aber das ist gar nicht so weit entfernt, weil wenn das, was du uns jetzt gleich erzählen wirst, wenn man jetzt danach geht, wo du herkommst, was du uns schon erzählt hast und was daraus geworden ist, dann würde man ja niemals, also ich glaube, du am wenigsten, hätte man nie erwartet, dass die Reise dahin geht. Niemals. Und dann hast du wirklich angefangen, einfach, hast dir Farbe besorgt? Was braucht man für so Airbrush? So eine Maschine, so ein Airbrush-Gerät, Farbe, Sneaker? Genau. Vor allem Sneaker. Genau. Hast du irgendwie Leinwand oder Papier oder hast du direkt auf Sneaker einfach? Das Erste, was ich gebraucht habe, war, ohne dass Köpfe rollen, weil überall Farbe ist, eine Location. Oh ja, okay. So, das heißt, mein Bruder und ich sind erstmal auf die Idee gekommen, okay, wir machen das jetzt. Und der Kollege, der hilft uns dabei, weil der war begabt, der konnte das. Der konnte immer gut zeichnen und brushen und alles, was so mit Farbe zu tun hat. Also habt ihr euch erstmal ein Atelier besorgt. Der war Inception-mäßig, hat er einfach nur die Idee gepflanzt und sich komplett zurückgezogen. Voll. Dann hat er gesagt, ich bringe euch ein bisschen hier bei, wie das funktioniert und zieh mich dann raus. Baba-Typ, oder? Alter, Business Angel. Baba-Typ, ehrlich. Respekt. Ja, ey, Bruder, ich hab da so eine Idee. Ja, aber so war das. Wir haben die Location gesucht. Ich habe eine Location gefunden. Ich habe einen Kollegen angerufen, der immer so mal ein paar Locations so übrig hat, weil der so ein bisschen Immobilien ankauft und so. Und dann hat er gerade eine Baustelle gehabt und hat gesagt, ja, wenn du willst, kannst du die Baustelle benutzen. So ungefähr war das. Und alle, die das Video sehen und an dem Zeitpunkt dabei waren, können bestätigen, dass es genau so war. Ich bin in so einen Raum reingekommen. Aber was meinst du mit Baustelle? Also so Baustelle. For real. For real Baustelle. Wände komplett runter, Boden komplett raus, Steckdose hängt so. Und du so, optimale Arbeitsbedingungen. Ja, so. Let's go. Ungefähr. Hier kann ich alles voll malen. Ungefähr. Und da war noch so ein riesen Loch an der Wand, der so zum Garten führt. Da muss noch eine Tür hingebaut werden. Alter. Und für mich war halt wichtig Strom und Wasser. Ja. So, das habe ich gebraucht. Das habe ich auch gehabt. Haben wir uns aufgebaut. Dann haben wir, ehrlich, kiloweise Schuhe gekauft. Also wir sind einfach Holland... Lederschuhe, Kunstlederschuhe. Waren es wirklich nur Schuhe, Bruder, in Holland? Nur Schuhe, mein Bruder. Holland, Wasser, Kanister. Schuhe, ne? Aber okay, jetzt um also einfach nur so Blankos das zu lernen. Blanko. Ne? Und dann haben wir uns 3 Monate ungefähr dahingesetzt, vor der Arbeit, nach der Arbeit. Manchmal von da aus direkt zur Arbeit. Krass. Hast du deine Freundin angelogen, hast gesagt, ich bin bei Kollegen, um Schuhe anzumalen? Nee, das muss ich zum Glück nicht tun. Ich habe also eine Frau, die mir vertraut und ich ihr vertraue, deswegen passt das ganz gut. Kennst du wie so bei Drogen, das machst du heimlich vor der Familie, damit die das nicht mitkriegen. Nein, das passt. Machst du schon wieder Schuhe? Nein. Die ruft ihre Familie an. Die so, Alter, du malst Schuhe an. Der hält irgendwo, der malst Schuhe an. Ja, so ungefähr. Ja, und wie gesagt, richtig gestruggelt. Mein Bruder, ich, Freunde. Also dein Bruder konnte es ja auch gar nicht. Nein, 0,0. Der hat es auch dann von null gelernt. Auch, wir beide zusammen. Und dann haben wir einfach gelernt, tagtäglich. Und der erste vorzeigbare Schuh kam dann so nach 3-4 Monaten. Ungefähr, ja. Und die habt ihr selber gerockt oder wie hat sich das dann weiter ausgeweitet? Also nee, unser Umfeld wusste, dass wir das gerade irgendwie planen und machen. Und als wir dann mehr oder weniger sicher waren in den ganzen Designs und so, haben wir gesagt, okay, wisst ihr was, wir nehmen jetzt einfach mal ein paar Freunde. Und die sollen sich einen Schuh aussuchen mit Motiv. Und wir machen das genau nach Kundenwunsch sozusagen.
Also einfach mal wirklich ins kalte Wasser schmeißen lassen. Du weißt ja nicht, was kommt. Und dann aber machen wir das. Was ist denn, wenn du den Schuh verkackt hättest? Dann hätte ich einen neuen Schuh kaufen müssen, neu machen müssen. Bis der sitzt. Boah, was für Eier, Alter. Ja. Und dann haben wir das gemacht und die Schuhe sahen wirklich baba aus. Und das Krasse ist, die haben die am Ende noch gekauft. Ach, cool. Krass. Ne? Also, die hätten die von uns so bekommen, aber die haben die einfach gekauft. Ich hab nicht reingesagt. Niemals. Ey, korrekt, Bruder, hast du gut gemacht. Beim Erfolg so, ey, Bruder, den ersten Schuh hast du bei mir gemacht, ne, Bruder, gib mal Prozent ab. Ich hab noch einen Cousin gemacht, diesen Kackschuh, den du mir gegeben hast, Bruder. Jetzt machst du für Sido, Mido und so, Bruder. Ja, wie gesagt, und dann ging's los und dann haben wir gesagt, okay, das funktioniert. Dann haben wir erstmal mit lokalen, also auch Freunde, die wir kennen, die aber eine größere Reichweite haben, so Blogger, Influencer, wie man die heute nennt, Content Creator. Ja. Und für die haben wir dann Schuhe gemacht. Und Presenter. Die haben dann, Presenter, yes. Und die haben dann Welle gemacht für uns. Und das lief dann ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass, dass das, was ihr macht, ne, also für mich als Kind wäre das ja ein Traum gewesen. Ich glaube, Kids feiern eure, also ihr seid für die Kids wahrscheinlich Götter. Voll. Weil das merkt ihr man alles Mögliche machen könnt. Das spüren wir richtig. Für meinen Neffen wäre das so Paw Patrol. Ja, oder so. Ja, Paw Patrol. Was wär's, Chase. Ich kenne sogar die Namen mittlerweile. Chase und wie hieß der andere nochmal? Was? Chase, Marshall, Zuma, Marshall, Sky. Genau, Marshall kenne ich auch noch. Keine Ahnung, wovon ihr redet. Nee, warte, Chase und er war Chase und ich war Ryder. Ryder. Ja, ach so, das meint ihr. Du kannst ja gleich mal, du kannst ja jetzt oder gleich mal den Chase-Schuh einblenden. Ach so, ja. Oh, ihr habt wirklich einen Chase-Schuh? Ja, klar. Okay, was war das krasseste, Motiv, was ihr machen musstet? Wo du wirklich auch so hart, so lange für gebraucht hast oder so? So Porträts. Porträts, ne? Ja. So Menschen. Menschen einfach, ja. Gesichter, Hände. Ja. Gibt es so Sachen, wo ihr sagt, okay, das können wir nicht, Alter. Das ist, Alter, da muss Da Vinci sein. Nee, das nicht, aber gibt's Motive, die auf Schuhen scheiße aussehen, weil die sich dann verziehen? Oder gerade bei Porträts stelle ich mir das schwierig vor, wenn die gerade so Schuhe creasen und so, weißt du? Eigentlich nicht, nee. Das ist alles eine Sache der Technik. Die werden ja auch nur älter. komm Falten rein. Eigentlich nicht, das ist alles so eine Sache der Technik. Eigentlich ist ich würde jetzt nicht sagen alles, aber bisher kam jetzt noch nichts, wo ich gesagt habe, okay, kann ich nicht. Ja. Aber wie läuft's ab bei Airbrush? Geht das irgendwann ab? Bestimmt, also was heißt geht ab? Es geht so nicht ab. Natürlich, wenn du damit auch, den ganzen Tag nur Sport machst, Fußball spielst oder so. Nein, wenn du ganz normal damit umgehst. Nein, so gar nicht. Durch Regen, nein, bla. Nein. Das heißt, es bleibt sogar krass. Wir benutzen Farbe extra für diese Schuhe. Ach, geil, okay. Ne? Und die sorgen schon dafür, dass das da bleibt, wie es ist. Geil, Alter. Ja. Geil. Ey, genau, du hast danach, der Sprung war riesig, weil danach habt ihr echt Kunden gehabt wie Bushido, Sido. Wir haben vor dem Cut, muss man sagen, Sido krasse Props gegeben. Du hast gesagt, Sido war so voll die entspannte Person. Ihr seid nach Berlin und... wir haben auch gerade eben darüber geredet. War das auch so der Erste? Der Große? Nee, ich habe mich jetzt mit den Mitwettbewerbern nicht so auseinandergesetzt. Ich weiß aber, dass es so ein, zwei Große gab. Und wir waren halt einfach noch niemand. Mhm. Glaube ich 200 Follower oder 300 Follower. Ja. War Sido der Erste? Also war Sido so der erste Große? Achso, ich dachte, war die Frage... Ja, von den bekannteren Namen. Achso, der erste bekannte Name. Die auf euch zugekommen sind oder auf die ihr auch zugegangen seid, wo es halt geklappt hat dann. Boah, da muss ich jetzt echt die Kassette zurückspielen. Also Sido war mit am Anfang auf jeden Fall. Bei Sido sind wir aktiv auf ihn zugegangen. Mhm. Wie gesagt, ich kann nur noch mal diese Props geben. Wirklich so ein korrekter, gastfreundlicher Mensch. Ich habe wirklich in den letzten 2-3 Jahren echt viele so Künstler, Prominente kennengelernt. Mhm. Und ich kann sagen, er ist auf jeden Fall ganz weit oben, was so einfach Menschlichkeit angeht. Mhm. Er ist ein super Typ. Ja. Ich habe mich super wohl gefühlt bei denen. Ich war in Berlin und wir haben echt einen schönen Tag gehabt. Danach auch noch auf Konzerte eingeladen. Also überhaupt nicht abgehoben und genau das eingehalten, was er gesagt hat. Hammer. Sogar noch mehr gemacht. Also wir wollten eigentlich nur so, wie man es kennt, so eine Story oder so, der hat sogar noch mehr gemacht. Er hat uns auf seiner Seite richtig präsentiert. Krass. Und so. Geil. Und das feiere ich, also sehr, sehr dankbar dafür. Hammer. Ne? Und er war halt auch so der Schlüssel am Anfang, was heißt am Anfang, ja, es war ja mittlerweile so, ja, fast Anfang. Dann hat sich Sennheiser bei uns gemeldet danach. Wir haben eine coole Kooperation jetzt gemacht mit Sennheiser, wo wir 40 limitierte Kopfhörer gemacht haben. Ihr habt jetzt einfach Kopfhörer für Sennheiser gemacht? Ja, genau.
Gib mal gleich deine WhatsApp-Nummer. Für diese Podcasts müssen noch ein paar Kopfhörer customized. Die Möglichkeiten nach oben sind halt offen. Ne? Das ist ja, jetzt, wo das alles so, wo ich das alles hinter mir habe, weiß ich, dass es eigentlich so keine Grenzen gibt. Ey, ihr könntet ja alles, ihr könntet ja auch Autos theoretisch anmalen, ja, auf Edition-mäßig oder ja, Handtaschen oder keine Ahnung. Hättest du jemals gedacht, dass das von diesen Schuhen aus Holland, das sich jemals entwickelt hätte? Von diesem, niemals. Von dieser Bruchbude von Baustelle? Nie im Leben. Niemals. Nie, ist da nie. Der Store eigentlich heute drin? Nein. Ah, das wär's. Ne? Was für ein Store? Da ist jetzt ein Immobilienbüro drin. Wir haben einen Store in Krefeld, habt ihr, ne? Genau, ich habe seit, also wir haben seit 2019 haben wir einen Store in Krefeld, so eine Art Atelier, und wo der Kunde hinkommen kann, einen Schuh bestellen kann und abholen kann. Bruder, meine Frage ist, für die, die uns zuhören und zugucken, verlosen wir einen Schuh? Die Kollegen hier, die Jungs haben die Spendierhosen heute an. Höre ich gerade raus. Verlosen wir einen Schuh? Wir haben, Bruder, aber nicht wie letztens, ne? 5 Schuhe und dann auf einmal verlosen wir nur noch einen, weil du 4 Stück davon behältst. Ich weiß, du bist ein Air Max-Liebhaber, oder? Air Force One-Liebhaber, sorry. Da kann das ganz schnell gehen. Obwohl, ich trage heute Air Max. Echt? Ja, doch, meine Limited. Meine Babys. Auf jeden Fall. Ja, lass machen. Ja, ne? Korrekt. Siehst du, ey, wir verlosen einen Schuh mit individuellem, aber übertreibt nicht eure Rolle, irgendwas, was jetzt nicht Dings. Und ey, wie heißt das Ganze überhaupt? Weil Outer wir stellen Vinci. Dich die ganze Zeit Outer Vinci. Outer, ne? Vinci, genau. Outer Vinci. Also, wir verlosen einen Schuh. Ihr könnt den uns zuschicken, einen Schuh, den ihr habt. Und die Jungs airbrushen euch was richtig Cooles drauf. Also. Ja, machen wir. Geil. Ja. Krass. Ja, ihr habt aber, oder ich irre mich gerade, vielleicht verwechsel ich das, Tortenboss hat ihr habt nichts mit zu tun. Tortenboss ist ein sehr, sehr guter Freund von mir. Ah, okay, das, ich hab schon irgendwie von, im Kopf genau. gehabt, dass ihr da mit drin seid. Die machen Torten, nee. Oder was? Genau, so aus Berlin, so ein... Nee, aus Krefeld auch. Ach, sind Krefeld? Ja, ist aus Krefeld, ach so. Ja. Ach krass, okay, ich dachte mal, sie wären Berliner. Nee, das ist Krefeld. Ich ab hier, was ist los? Krefeld Alter. To the world, Alter. Alter, für uns Krefeld, Crack City, Alter. Zombieland. Ja, fühlst du so die alte Stadtbibliothek? Ja, Wahnsinn, ne? Nee, krass. Wenn ich gerade darüber rede, so denke, und denke ich mir so, Alter, das ist voll... Genau, es ist immer, wir reden oft darüber, wir hatten Hamza hier, Prominenz. Zeig dich mal kurz. Ja, da ist er. Wäre er hier gewesen, dann wäre die Kamera nicht ausgegangen. Der ist nur für den Airbrush-Schuh gekommen, ich schwöre dir auf alles. Komm, setz dich hier hin, Bruder, damit wir dich auch im Bild haben, komm. Setz dich mal da hin. Onni, was geht, Alter? Was geht bei euch, Jungs? Ja. Ja. Okay, also wir sind jetzt okay, bei Sido morgen. Gewesen. Hast du noch gerade was? Warst du irgendwo drin? Crack City. Meinst du, bevor... Ja, bei, Crack City. Nee, bei Menschen, die nee, aus dem wir Nichts haben, Sachen Hamza, erschaffen. Wir haben Hamza hier gehabt, Hamza Haimami. Achso, also, ja klar, und, schöne Grüße. Genau. Und wir reden oft darüber, dass Menschen einfach manchmal was tun müssen, ohne viel nachzudenken. So. Und absolut. Dein Weg ist ja auch so einer eigentlich. Eigentlich zu voll. Sagen, ey, ich habe einen sicheren Job, so einen safen Job, voll. Den gebe ich jetzt auf, voll. Um etwas zu machen, was oh, ich eigentlich warte gar mal. Nicht... Also muss ich einhaken. Job, ist das jetzt Fulltime? Also machst du noch deinen alten Job weiter oder ist der quasi weg? Nee, der ist weg. Ah, krass. Ja. Okay. Deswegen, das ist ein krasser Move. So. Ja. I had a dollar and a dream. Genau. Und, ja, und keine Ahnung. Ja, ja, einfach keine Ahnung. Ich habe erstmal auf zwei Hochzeiten getanzt, ne? Also parallel. Ja. Aber irgendwann ging das nicht mehr. Du musst dich entscheiden, wo gibst du 100%. Krass. Aber ihr habt den Store ja aufgemacht genau in Corona-Zeit. Wenn nee, davor. Jetzt so. Da wussten wir noch alle gar nichts von Corona. Ja, also ich muss dazu sagen, dass dieser Podcast hat mich immer noch nicht dazu getrieben, meinen Job aufzugeben. Läuft ja Bombe, unser Vielleicht Podcast. Vielleicht musst du Schuhe bemalen, Bruder. Ich muss ehrlich sagen, während Corona habe ich echt oft darüber, oder das habe ich oft bereut, dass ich den Job nicht mehr hatte, ne? Ja, klar, wirklich, Corona ist natürlich Das war wirklich sehr, sehr schwer für uns. Das war für alle, die selbstständig sind, natürlich eine miese Klatsche. Ja, aber ich habe bis heute noch Nasenbluten davon. Also du könntest auch Onishiwa sein, der in Corona sich dazu entschieden hat, mit uns befreundet zu sein. Und das bis aufs Leben bereut. Er kommt auch nicht hier hin, weil er uns sehen will. Er braucht seine Kamera morgen. Er ist und deswegen auch gekommen. Ja. Also der ist jetzt hier zum Chillen gerade. Ne? Geil. Ich dachte, wir wären schon fertig auch. Geil. Aber guck mal, ey, das ist auf jeden Fall krass, weil letztendlich hast du ja wirklich etwas gemacht, wovon du auch einfach keinen Plan hattest. Ja, voll. Die letzte, also was, als wir geredet haben, was ich auch hier mitgeben will und warum ich auch hierher geholt habe, ist einmal den Schuh, den du inshallah machen wirst. Und, und das Mindset, dass du gesagt hast, ey, Alter, man kann auch alles einfach lernen, ja, wenn man es will. Und voll. Ich glaube, malen, also für mich ist so malen,
ich habe auch so zwei linke Hände, was Malen angeht. Ja. Und wenn du Malen lernen kannst, Alter, dann kannst du ja wirklich alles lernen. Ja. Also dann ja, kannst nicht du nicht nur Malen, sondern... Du müsstest das ja Kunst. Ja, sondern das auch noch auf den Schuh zu bringen von Motiven, genau, die Menschen Farblebe, haben wollen. Ja, nicht mal das, Outlines. Nicht mal ja das. Du hast ja manchmal so Muster, Vorgaben oder wie auch immer. Aber manchmal kommt ein Kunde einfach und sagt, ich bin, weiß ich nicht, Hakim-Fan. Und ich mag Cut the Bullshit. Und jetzt mach. Ja, ja. Und du hast das Motiv, du weißt gar nicht, du weißt gar nicht. Das heißt, du musst erstmal Idee, du musst kreativ sein. Und dann, aber meinst du nicht, du hast das ein bisschen in der Ader gehabt? Letztendlich? Ja, jetzt mittlerweile, wo ich das so mache, denke ich mir schon. Und ich muss sagen, mein Bruder ist sogar noch talentierter gewesen. Oder immer noch. Er hat eine viel ruhigere Hand als ich. Das haben wir dann aber auch erst später herausgefunden. So. Er ist noch viel präziser als ich. Aber um da jetzt nicht so philosophisch reinzugehen, aber meinst du, dass dadurch... Meinst du, du hast ein Talent eventuell in deiner Jugend verpasst, was du gar nicht wusstest? 100%. Ja. Aber meinst du, dass, wo hätte das erkannt werden müssen? Eine Schule oder so? In der Bar. Bruder, was war das für ein Typ, der das in dir gesehen hat, was du selber nicht mal geahnt hättest? Lass mal sehen, dass die Straße am Endeffekt deine Talente erkennt, Alter. Das ist eine sehr gute Frage, die du gerade gestellt hast. Die kann ich dir gar nicht beantworten. Ja, weil theoretisch, du hättest es ja auch in deiner Jugend lernen können. Weil du hast es ja irgendwie anscheinend drauf, weißt du? Also ich... Ich glaube, klar, du sagst, man kann es lernen, aber ich glaube ja immer noch, dass da trotzdem Talent zugehört, was man in sich versteckt. So. Oder der hätte ja auch sagen können, werd Ingenieur. Ja. Oder ja, genau, was weiß ich, werd Astronaut. Weiß, oder genau. Aber was ich meine ist, meinst du, da war irgendwo ein Moment, wo du gesagt hättest, okay, ey, krass, warum hat das damals, oder auch Eltern, also auch unsere Eltern vielleicht manchmal, dass man sagt, ey, warum haben meine Eltern das nicht gesehen? Ja. So, dass also jetzt im Nachhinein denkt man halt darüber auch nach, so. Natürlich hätte man das irgendwie fördern können oder man hätte das, ich wusste das ja noch nicht mal. Genau, das so, ich habe gar kein Interesse gehabt, also Interesse ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Definitiv. Da, ne, also wenn du kein Interesse hast, dann kannst du sonst so viel machen. Wenn ihr hier drauf keinen Bock hättet, dann wäre das nicht halb haben so geil, wie es jetzt ist. So, weißt du? Haben wir auch nicht. Aber jetzt zum Beispiel, ich nur für dich. Mein Vater zum Beispiel ist zum Beispiel sehr begabt, was so Zeichnen angeht. Ah, siehst du? So, okay, und jetzt im Nachhinein fällt mir das auf, weil er hat früher immer vor sich hingezeichnet und so. Und das fällt mir jetzt auf und dann kommen so Kindheitsbilder hoch, wo ich mir denke, okay, vielleicht hast du das wirklich von ihm oder vielleicht haben wir das von ihm. Ja, siehst du, hast du mal so Schuh für deinen Dad gemacht oder irgendwie? Ach, der glaubt das immer noch nicht. Für den ist das immer noch Quatsch. Der sagt immer, was mit Arbeiten? Wofür warst du in Uni? Warst du in Uni für Schuhe? Ich hatte gestern Streit mit meinem, wirklich Streit mit meinem Vater, ja, ne? Weil der mich zum 120. Mal fragt, was ich mache. Ich sage, Baba, weißt du was? Ich bin ein Penner. Das bin ich. Ich bin ein Penner, ich habe kein Geld, ich bin arbeitslos. Meinte, ja, das macht Sinn. Ja. Meinte, das klingt für mich sinnvoll. Das klingt für mich sinnvoll. Meinte, das, was du mir erklärst, diese Internet und diese Creative und diese komischen Wörter, die du benutzt, arbeitslos, Penner, das ist etwas, was damit kann ich was anfangen, Alter. Geil. Nee, okay, krass. Das heißt, theoretisch ist es, das meine ich nämlich. Ja. Irgendwo hat es ja schon geschlummert, so, ja, weißt irgendwo du? Irgendwo hat das auf jeden Fall seinen Ursprung, so, aber wo, wie, was? Würdest du deine Kinder anders erziehen? Würdest du so direkt die Talente durch, also rauspicken oder rausfinden wollen, was können die? 100, jetzt, ich bin vor kurzem Papa geworden. Ah, Mabruk, krass. Ja, sehr schön. Dankeschön. Ja, sehr gut. Und, ja. Ja, ne? Ja. Siehst du ganz anders jetzt, 100%. Ne? Also, wenn ich erkenne, also, ich habe auch lange mit meiner Frau letztens darüber gesprochen. Wenn ich das erkenne, dass er irgendwas gut kann. Direkt pushen, ne? Aber vom Feinsten. Ja, weil das ist wirklich, das ist so wichtig. Auch wenn er es nicht kann, so wie dein Kollege das bei dir gemacht hat. Pushen. Aber nein, das ist so wichtig einfach, wenn man so jemanden im Rücken hat, vor allem Eltern, voll, die dann an einen glauben. Und einen Bruder, ne? Also und einen Bruder, der dich pusht. Genau, und einen Bruder. Was soll jetzt dieser Seitenhieb? Also dein, ich hab das nicht dein Bruder gecheckt. Hat dich seit Tag 1 unterstützt in dem, also was du gemacht will, hast. Ich will kein Fitner machen, aber wie ihr wisst, Prodi Produzent und ihr wisst nicht, dass Cenk früher sehr gut gerappt hat. Cool. Hast du ein Album eigentlich draußen? Also das sind die Wunden, ja, wo du jetzt so Glycerin reinkippen kannst. So. Sonst auch nicht alles gut? Ja, ja. Familie, Kinder. Ja, schweig genau. Nur. Ja, ja, krass, Mann. Ey, geil. Auf jeden Fall, es ist faszinierend. Andere Frage, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht politisch oder so, oder keine Ahnung was. Wie formuliere ich das jetzt am besten? Siehst du, dass wir Migranten auch so ein bisschen, also als Kennex so auch Unternehmer werden können, dadurch, dass wir diese Talente selber machen? Das ist ja, umsetzen? Das ist ja schon mehr als zigtausend Male bewiesen worden. Wir haben super viele, viele Leute, ehrgeizige Leute, viele kreative Leute. Wenn man sich alleine die Musikszene anguckt,
Voll. Bro, wer hätte denn vor Jahren gedacht, dass Rap-Musik so groß wird? Ja, guck mal, Rapper, Fußballer und sowas ist ein bisschen was Typisches, okay. Weißt du? Aber was ich meine ist, dass Leute... Unternehmen. Also immer wie du, weißt du? Der hat ja letztendlich etwas gemacht, was jetzt nicht eine klare Kiste ist, weißt du? Dass sie einen Siebenjährigen rumläuft und sagt, ey, ich werde irgendwann Airbrush auf Sneakers. Theoretisch bist du aber ja ein Vorläufer für solche Kids. Dass sie wissen können, okay, wenn ich ein Talent habe, kann ich damit auch ein Unternehmen gründen. Weißt du? Gerade Kunst. Guck mal, wir sind ein bisschen alte Schule. Ja. Wir haben Leute um uns herum gehabt, die Sprayer sind, die haben auf Wände gesprüht. Ja, genau. Der ein oder andere ist dabei auch umgekommen, so, weißt du, weil der an irgendeinem Train gemalt hat, der den dann platt gefahren hat, weißt du. Aber weil diese Jungs keine Möglichkeiten hatten, ihr Talent irgendwo in ein Business umzuswitchen. Das heißt, um da jetzt nicht eine große Runde zu machen, aber du kannst theoretisch auch ein Vorbild sein für Leute, die künstlerisch begabt sind und mit dem Stuff mehr machen können, als Trains zu bemalen oder sonst was, weißt du? Absolut. Jane, würdest du uns als Praktikanten nehmen? Jane, Bruder, wie geht euch das jetzt immer. Genau, Bruder? Euch immer. Der Typ, was hat der genau erklärt? Jane, mach doch mal einen Workshop mit uns. Aber gebt eurem Lehrer die Nummer von meinem Bruder, damit die mich nicht nee, nee, aber Thema du hast Empowerment, recht. Ja, voll, voll. Also, ich wünsche, ich könnte das sein. Also, irgendwie ein Vorbild für andere. Ja. Darauf arbeiten wir irgendwo hin. Ich würde jetzt sagen, dass ich bis zum jetzigen Zweiten, ich weiß es nicht, ich kann es nur von mir selbst sagen, ob ich jetzt ein Vorbild bis jetzt bin oder nicht, weiß ich nicht. Ich hoffe, weil im Endeffekt, wenn man damit irgendwie ein oder zwei oder drei von der Straße holt und die irgendwie daraus was machen, ist ein Gewinn. Ist das ja schon ein Gewinn. Also mindestens, du hast ja vorhin auch die Geschichte erzählt von einem von einer Mutter, die euch angeschrieben hat während Corona. Ja, Wahnsinn. Die gesagt hat, hey, jobmäßig, Corona-mäßig. Ja, ich kann das ja nochmal kurz anschneiden. Ja, gerne. Wir hatten ja während der Corona-Zeit selber eine schwere Phase. Ja. Wir hatten auch den Laden zu und alles. Und bei uns gibt es ja auch kein Click und Collect oder so, wie es das alles gab. Ne? Bei uns ist ja, du kommst rein, dann willst du ein bisschen quatschen, was will der Kunde haben und so weiter und so fort. Aber dann habe ich halt eine Nachricht bekommen, das war, glaube ich, zur Weihnachtszeit, wie eine Frau oder eine Mutter. Ja, genau. Und der Kleine von ihr, oder die Kleine von ihr, nee, der Kleine, der wollte einen Dragon Ball-Schuh haben. Ja. Und er war halt Fan von uns und er wollte halt Schuhe unbedingt haben. Und die Mutter hatte ihm das versprochen, die hat aber zu der Corona-Zeit ihren Job verloren. Krass. So, das heißt mal eben so Luxusgüter, weil man braucht es einfach nicht zum Leben, war's halt schwierig für sie. Und dann sitzt du da und denkst dir, Alter, krass, da ist so jemand, der fährt voll auf das, was du machst, einfach ab und willst dieses Kind ja auch nicht enttäuschen. Also Kind glücklich gemacht. Kinder ist sowas ganz groß, Alter. Ja, voll. So wie, weiß ich nicht, Peter Lustig oder so, weißt du, ich meine, die sehen das dann mit harmlosen, ganz anderen Augen. Ja, genau, genau, genau. Und dann habt ihr wirklich diesen Schuh für das Kind? Ja, 100%. Ich feier sowas. Ja, 100%. Und da bist du. Was war das Motiv? Dragon Ball. Ach, krass. Ja, genau, Dragon Ball. Und ja, wenn du jetzt überlegst, dieser Junge, der den Schuh bekommen hat, von jemandem, den er sowieso schon, wo er aufgeschaut hat, gesagt hat, ey, cool, was die machen. Vielleicht macht der das irgendwann. Genau, vielleicht will ich das auch mal gerne machen. Hoffentlich. Und hört dann auch noch die Geschichte, ey, aus dem Nichts hat man eigentlich nur an sich geglaubt, aus dem Selbst, an sich zu glauben, das zu schaffen. Voll. Mehr Empowerment auf Augenhöhe geht gar nicht. Voll, also ihr seid jetzt schon große Vorbilder für diese Kids. Ich hoffe. Ich würde euch wünschen, dass ihr zum Beispiel so wie, ihr kennt ja diese Off-White Editions und so, ne? Mhm. Das könnte man theoretisch mit dem, was ihr macht, ja auch machen. Ey, ich bin gerade was anderes überrascht. Das ist der Shindy-Schuh ist von euch. Ja. Krass, guck mal, als ich das Video gesehen habe, dachte ich, Shindy hat Kooperation mit Nike. Nee. Ah. Krass, der ist von euch, der Schuh. Ja, der ist von krass. Uns. Ja. Aber Nike Corp ist, Nike ist sehr arrogant, was das angeht. Ach nee, die wollen lieber, die sind ja ganz schlau. Ihr lacht euch jetzt kaputt. Air Force One, der meistverkaufteste Schuh der Welt. Ja. Okay? Standard, seit 1980 oder so. Noch früher. Ja. Und du gehst in jeden Sneaker-Store und da findest du normalerweise einen Air Force One. Was haben die aber jetzt gemacht während der Corona-Zeit? Die haben einfach abgebaut. Die haben gesagt, nee, der Handel, der bekommt nicht mehr so viele Air Force One, weil die so eine Exklusivität schaffen wollen. Krass. Und deswegen wahrscheinlich, oder weil so Sneaker wie ihr die macht, dass sie, weil die boomen? Ich weiß nicht, ob wir so groß sind. Ich glaube, das ist so gar nicht so klein. In Amerika und so gibt es ja auch voll viele Leute, die sowas machen. Voll, aber es gibt jetzt bei uns, ich habe vorher mit dem Handel zusammengearbeitet. Merkt ihr das bei euch? Kriegt ihr jetzt andere Schuhe eher als Air Force One als früher? Also weniger Air Force One, dafür mehr andere Schuhe, oder? Nee, gar nicht. Air Force One immer noch. Aber jetzt ist halt so. Aber das ist jetzt einfach schweineteuer. Ja. Ja, wahrscheinlich. Ich habe diesen Schuh, den ich hatte bei Air Force One, diesen einen, den ich einmal hier gezeigt habe. Ja. Der ist ja auch so gemalt mäßig.
Alter, den habe ich für 100 noch was gekauft. Der kostet jetzt 300 Euro, Alter. Heftig, den habe ich aber für Paintball, Alter, angezogen. Ja, geil. Alles richtig gemacht, Spinner, Alter. Alles richtig gemacht. Spinner, Junge. Ich wollte auch Airbrush haben. Aber egal, wie der jetzt aussieht, wir können einen Touch-Up machen. Juhu. Oho. Oh, ich bin weggeschmissen, Alter. Ach, nein. Ach, schmeißt die auch noch weg, Bruder. Es geht doch so Sneaker-Restorer und so. Guck mal, macht ihr auch so Restauration von Sneakern? Was macht ihr aber nicht, ne? Restauration und so von Sneakern. Clean. Okay. Nee, ich will den teuersten Schuh. Gab es da irgendeinen Irrer, der gekommen ist und hat gesagt, hier, bemal mal meine 500.000 Euro Schuhe? Da kam einmal ein Typ, da war auch recht am Anfang, der kam mit einem Schuh, ungelogen, war irgend so ein Nike-Schuh, der so nach oben geht, ich weiß noch nicht mal, wie der heißt, ja. Der kostet 64.000 Euro. What? Ach, das ist doch dieser, der von Zurück in die Zukunft. So ein grauer. Ach so, ja, echt? Ja, ja, ja. Okay. Ja, und dann, der ist aus... Krass. Wirklich true story, ne? Ja. Der ist aus Berlin gekommen, der, mit der dem ist Hoverboard, dann in Düsseldorf gelandet, ja, ist zu uns nach Krefeld gekommen, mit diesem Schuh in der Hand, also mit so einem Karton, und hat gesagt, kannst du mir bitte meinen Namen da drauf machen? Alter. Und dann habe ich ihn angeguckt. Der und Schuh ist gesagt, auf einmal nur noch 6.000 Euro wert. Also, Wallah, ich wüsste, der, ja, so, Wallah, meine Versicherung, Bruder, ist 5 Euro im Monat, Bruder. ich hab den angeguckt, ich so, bist du dir gerade sicher, was du da gerade machst? Ja. Er sagt zu mir, ja. Ich, boah, so, Bro, es tut mir leid. Aber ich mach das nicht. Krass, das abgelehnt. Ja. Hab ich abgelehnt. Ja. Alter, ich kann so das ganz... Sneaker-Respekt. Aber Respekt. Hat er genau richtig machen gemacht. Sneaker-Respekt. Das Disrespekt dem Schuh gegenüber. Und der ist dann wieder nach Hause geflogen. Krass. Ja. Der ist nur deswegen gekommen. Der ist nur deswegen gekommen. Hätte ein scheiß Telefon in die Hand genommen. Alter. Ja, weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich war dem das zu suspekt, das mit, dem, mit der Post. 64.000 Euro Schuh kannst du nicht einfach hier wahrscheinlich. Ja, wenn nicht mal die Anfrage, aber Alter. Telefon, das ja, Mann, ruf mal. Da willst du dem meine Augen gehen. Ich überlege gerade, ich hab ein paar krasse Jordans, so, weißt du? Mhm. Ich würde die niemals, nee, würde ich bemalen lassen. Alter. Niemals. Also, es gibt auch irgendwo eine Grenze, sag ich jetzt mal. Ja, das ist so. Also, wenn du Sneaker liebst, dann machst du sowas nicht. Ich hab doch auch irgendwas mit Bräuninger gemacht, ne? Ja, genau. Vor Corona haben wir richtig gute Sachen geplant gehabt. Eine Bräuninger-Tour wollten wir machen, eine Snipes-Tour wollten wir machen. Leider alles in den Sand gefallen, weil es keine Events, also durften halt keine Events verschoben mehr gemacht worden. Verschoben oder komplett? Ja, kann man trotzdem noch Bräuninger haben wir jetzt schon gespielt, also waren wir jetzt in Düsseldorf. Aber ich habe noch gute Connections zu Puma, wallah. Wir reden gleich nochmal. Du kriegst gleich meine WhatsApp-Nummer. Ja, nimm diese Sennheiser-Kooperation. Die Kopfhörer, du merkst diesen Schrott, die auf unseren Köpfen sind. Ich finde die ganz gut. Ja, die so individuelle, Bruder. Ich finde die eigentlich mega. Mit meinem Namen drauf und Jenks Namen. Ja, finde ich nice. Nee, aber das sind so Motive, ne? Ich mache euch euren Namen da drauf, Mann. Geht das echt? Ja, klar. Also geht auch auf Plastik, die Geschichte und sowas? Das ist Plastik. So. Hast du damit Sennheiser auch gemacht, aus Plastik? Ja, letztendlich. Nee, ich mache euch euren Namen da drauf. Echt, das geht eiskalt? Oben mache ich euch Cut the Bullshit drauf. Dir ist schon klar, dass auf, du weißt, dass hier alles auf Video ist, ne, Bruder? Das ist diese Shisha-Bar, Bruder, ja, ich mache dir klar. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Ich fange dann an zu spinnen. Ihr habt das gerade live so ein bisschen gemerkt. Ich fange dann an zu spinnen. Ich gucke mir das dann an. Und jetzt Kamera, jetzt, geht, muss ne? Jetzt muss ich das machen. Wenn du, warte, wenn du durch die Straße läufst und die Schuhe anguckst, so, gibt es so einen Tick mittlerweile? Dass ja, mir. Immer. Immer. Ja. Auch wenn ich so sitze mit Kollegen und einer läuft so mit einem Schuh von uns, den ich so gemacht habe, dann sag ich, ey, der hat einen Schuh bei uns gemacht. Ach, krass. Ja, krass, genau, das gibt's ja auch. Du hast ja bestimmt schon voll viele Schuhe gesehen, wo du gesagt hast, hey, das ist unser Schuh. Und der Typ weiß es vielleicht nicht. Der weiß es gar nicht, Hast du eine Liebe zu Sneaker bekommen? Also beschäftigst du dich mit Sneakers und sowas? Ja, hatte ich vorher schon so ein bisschen. Mhm. Aber ich habe eine Liebe zu diesem Moment, wo ich das mache, wo ich brushe und zeichne, weil da komme ich richtig, also da komme ich wirklich runter. Ich bin dann so in meiner eigenen Welt. Gibt es irgendeine Routine, die du machst? Zum Beispiel, was weiß ich, dann höre ich immer so Mucke und brauche irgendwie, weiß ich, meine Chips rechts von mir oder so. Gibt es irgendein so ein Ritual? Wenn ich lange brauche für einen Schuh, dann läuft irgendwas im Hintergrund, immer Musik. Wahrscheinlich immer Musik. Und so kleine Sachen, die sind, da denke ich, gibt es auch Momente, wo du einen Schuh zum Beispiel so, ey, heute fühle ich mich irgendwie nicht so, oder wo ein Schuh mal 2 Wochen braucht, wo du denkst, ey, irgendwie, ich muss das richtig angehen, heute ist nicht der Tag dafür und so? Klar, gibt's auch. Einfach abbrechen. Wenn das hast du einen Schuh schon mal verkackt? Ja, klar. Und aber was machst du dann, also was sagst du dem Kunden dann? Was? Gar nichts, neue Schuhe bestellen, nochmal neu. Ah, okay, du machst den Schuh dann einfach neu, ne? Ja, ja, klar. Nee, aber das heißt ja theoretisch, du musst wirklich, wenn jemand mit einem Schuh kommt, den es jetzt nicht mal eben zu kaufen gibt, musst du echt doppelt so sicher sein, ne? Machst du dann das Motiv auch schon mal auf einen anderen Schuh und sagst dann, okay, das war das Testmodell, jetzt mache ich es in real? Gibt's sowas? Nee, wenn ich dem Kunden sage, dass ich das mache, dann kann ich das auch. Dann kann er sich zu 99,9% sicher sein, dass das auch am Ende... safe, ne? Ja, ja. Okay. Ey, du hast doch schon mal für Summer einen Schuh gemacht, glaube ich? Weil wir haben mal darüber geredet. Ich hab einen Freund, wahrscheinlich kennt ihr den auch, und das war zu der Zeit auch Anfangszeit. Da habe ich einen Schuh gemacht.
Der ist tatsächlich aber immer noch bei mir. Krass. Für Summer? Ja. Was ist da drauf? Ach, was? Ja, weil wir haben uns dann lange nicht mehr gesehen und so ein bisschen auseinandergelebt. Was ist da drauf? Ganz ehrlich? Skorpion. Skorpion? Ja, damals schon, ja. Aber das war die Zeit, wo damals... Welche Schuhgröße ist das? ich check das ab. Ich check den Summer. Mhm. Hier, Shoutouts an der Stelle. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich würde sonst einen Schuh anfertigen lassen für ihn. Weil die haben jetzt gerade... Scorpion Gang hat released. Geht bitte auch, check das alle ab. Scorpion Gang, schaut euch das an. Ich wollte nämlich sagen, zum Release würde ich dem gerne einen Schuh schenken. Also ich habe den irgendwo drauf in meinem Laden. Ich habe den damals gemacht, wo die damals diese Videovlogs gemacht haben. Ja. Da war ja schon so Skorpion und so. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, machen wir so Skorpion-Schuhe. Da steht jetzt noch nicht Skorpion. Kann ich hinzufügen? Aber so ein Skorpion ist... Wir checken nochmal. Du guckst mal im Laden und dann reden wir nochmal ab. Und, weil die haben auch so ein Logo mittlerweile. Ja, habe ich gesehen. Skorpion, genau. Die sind auch dann, ab und zu bei uns in Krefeld bei so Freunden essen. Und da habe ich das dann gesehen, dass sie dann... Also richtig Respekt auch an Summer, was sie da gerade momentan machen. Ja, ich glaube, Summer, da kommt was Schönes auf dich zu. Ja, voll. Ja, cool, Alter. Hast du auch schon mal so eine crazy Story gehabt, wo du, was weiß ich, nach Abu Dhabi fliegen musstest, um jemanden einen Schuh zu machen oder sowas? Gab's sowas mal? Ja, bisher hat sich... Oder wurde dich jemand mal irgendwie angerufen und gesagt hat, hey, ich hole dich jetzt hier hin und komm vorbei und... Also da steht jetzt in Zukunft was an, auf jeden Fall. Da kann ich aber noch nichts zu okay, sagen. Offiziell nicht. Offiziell nichts zu sagen. Das ist auf jeden Fall, also zwei, drei sehr, sehr ganz coole Sachen so. Würde ich gerne erzählen jetzt, darf ich aber noch nicht. Und ansonsten hat sich alles in Deutschland so abgespielt. Also da eine krasse Story zum Beispiel. Für mich persönlich, ich bin halt extremer Maître Gims-Fan. Mhm. Oh, krass. Also dieser französische Musiker. Und das war auch so eine Story in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, Alter, du warst so in dieser Garage und jetzt kriegst du einen Anruf. Und ja, kriege ich einen Anruf von einem Freund und sagt zu mir, hey, hör mal zu. Schöne Grüße an Muchlis. Muchlis Düsseldorf? Ja. Der Fighter? Ja. Nein. Ja. Ihr kennt euch? Ja, klar. Geil. Der war unsere Security. Also davon abgesehen, dass er unser Freund ist. Ja, aber genau. Genau. Und dann hat er mich angerufen, hat zu mir gesagt, guck mal, kriegst du noch für heute oder morgen einen Schuh hin? Boah. Ja. Und ich so, wie? Er so, ja. War sag das, wo der bei Shirin war, die Tage? Nee, das war hier in Düsseldorf, wo der Clubshows hatte. Ah. Und dann hat er gesagt, du musst das jetzt hinbekommen, wenn du willst. Und ich so, worum geht's, ne? Der so, ich hab was für dich so. Ich so, ja, wen denn? Sagt er, ja, Gims ist heute hier. Ja. Und ich guck den an, und, also am Telefon, ich guck so Telefon, ich denk mir, willst du mich verarschen? Der so, ja. Ich so, ey, okay, welche Schuhgröße? Der so, ja, so und so. Und ich direkt in die Stadt Schuh gekauft, in den Laden. Ja. Fertig gemacht am wie Ende. Wie lange hast du gebraucht? Ein Tag. Krass. Ein Tag mit Trocknen, mit alles. Mit Nachhelfen. Weil du hättest ihn auch verpassen können. Ja, hätte ich auch verpassen können. Aber es hat alles geklappt. Weil dein Bruder dir geholfen hat, bestimmt, ne? Mein Bruder hat mir tatsächlich geholfen. Hör doch auf, jetzt mal in diese Wunde zu stechen, Alter. Mein Bruder hat mir tatsächlich geholfen. Aber ey, wie kommst du, dass du selber keinen trägst, Alter? Echt? Hey, stimmt. Das ist wie bei Schneidern. Meine Mutter hat auch immer gesagt, die besten Schneider haben halt immer so Löcher in den... also der Schneider hat nie Zeit, sein eigenes Hemd das Loch zu stopfen. Du trägst einen, ne? Nee, das ist nicht mein... Ach so, okay. Aber tatsächlich trage ich den aber so zum Chillen eigentlich nur. Air Force One trage ich immer so zum Chillen. Ihr seht nicht, was der für Shoot, aber der ist wie der Dönermann, der bei McDonald's essen geht, Bruder. Der hat einfach ein Motiv auf seinen Schuhen drauf, irgendwann mal so. Der ist so der Dönermann, den du bei McDonald's triffst, Bruder. Aber Shirts oder sowas, hättest du Bock auf so Edition-Geschichten, so Kooperationen? Kooperation immer. Oder hast du schon mal Shirts auch gemacht? Oder ist das schwieriger als Schuhe? Nee, ja, der Stoff, der verhält sich die Farbe ganz, ganz anders als auf so Leder. Ich kann mir Jeansjacken geil vorstellen, so 90s-mäßig. Da kommen auf jeden Fall sehr kranke Sachen. Okay, ich merke schon. Genau, habt ihr nicht selber, also, genau das war meine Frage gerade eben, glaube ich, die wollte ich so stellen. Habt ihr im Store, also macht ihr nicht selber auch? Also so random, so dass die Leute dass sie es kaufen können? Nee, noch nicht. Ah, okay. Da steckt jetzt auch ein Plan hinter, da habe ich auch irgendwie 7, 8 Monate dran getüftelt. Ah, dann macht ihr einfach so selber Pieces und dann exklusiv. Als Marke sozusagen. Okay, er will es einfach nicht erzählen, Alter, verdammte Scheiße, Junge. Ich will nur wissen, ob der Idee jetzt von mir hat, damit ich sagen kann, Bruder, okay, ich müsste ihm auf jeden Fall folgen. Wie ist eigentlich deine Instagram-Seite, Bro? Outavinci. Outavinci. O-U-T-T-A-V-I-N-C-I. Folgt ihm mal auf Instagram und sobald ihr irgendwas seht, wo ihr das Gefühl habt, ey, das muss der Prodi wissen, dann schreibt mir das bitte, weil er will hier einfach nichts erzählen. Bro, wenn du deine Schuhe machst. Die Express hat drüber geschrieben. Nein. Wenn du lesen willst. Was ihr vorhabt, oder was? Ja. Ach so, also so in den letzten Zeilen. Guck mal, die haben darüber geschrieben, aber der erzählt uns nicht hier. Nee, weil ich kann die, also wir machen... Gib mal einen Hint. Wir arbeiten gerade auf zwei Zeilen, kannst du... Wir ja, genau, grade, also was steht in Express, was also ist da? Wir arbeiten gerade an einer eigenen
Modelabel. Okay, das meinen wir. Ja, okay. Geil. Und was da genau kommt, darauf kann ich nicht so genau eingehen, aber... Aber ihr arbeitet an dieser Geschichte. Wir arbeiten gerade an dieser Geschichte und ich hoffe, dass das schnell über die Bühne geht, inshallah. Inshallah, mal gucken. Hast mich jetzt so gedoppelt? Bin ich jetzt so ein Knopf oder was? Nein, das ist kein Vogel, Mann. Wenn du einen Schuh machst, sind die neu oder getragen? Was isst du am liebsten? Was ich esse? Ja, also du musst ja irgendwann mal einen Break machen. Jetzt will ich mal wissen, was so deine Essensvorlieben, weil ich bin hier im Podcast, was weißt du vielleicht nicht, ich bin so der Essensguy. Boah, wir müssen zusammen essen gehen. Ich bin geisteskrank. Ich bin süchtig nach gutem Essen. Wirklich. Ich fahre auch richtig Kilometer für Essen. Du bist mein Mann. Wirklich. Scheiß auf die Schuhe, lass zusammen essen. Ich fahre wirklich Kilometer für Essen. Wenn ich weiß, so, da kriege ich das, dann fahre ich auch dahin. Was ist momentan so dein Lieblingsladen, wo du hinfährst extra für? Oder was war das letzte geile Ding, was du gegessen hast? Also mein Lieblingsladen, wo ich immer gerne hinfahre, ist Smigol. Der ist in Eindhoven. Oh. Da gibt's so Steaks und so. Richtig geiler Laden. Hm. Wo denn in Eindhoven? Direkt in der Stadt. Da, wo diese Kaffeemeile ist, an dem Einkaufszentrum? Ja. Neben, was ist daneben? Da ist so ein Frittenladen, dann ist da so ein Café und wenn du um die Ecke gehst, ist da so, kannst du draußen sitzen, da direkt an diesem... Um die Ecke, genau. Nein. Ja. Denk hinter dieser Kirche. Ja, das ist morgen in Eindhoven, Alter. Aber wenn du dahin fährst, sag Bescheid. Wir fahren zusammen. Wo die Brücke ist. Wir fahren zusammen. Wo der rote Kiosk links. An dem Fahrrad rechts. Der Laden. Kennst du meine Oma? Ah, den Baum kenne ich. Sag mal, ah, da, der an dem Baum, den kenne ich. Wir waren doch hier schon mal. Ja. Geil. Ey, ja, krass. Geil, Mann. Ey, interessante Story, Bruder. Wir könnten natürlich noch 10 Stunden wahrscheinlich darüber quatschen. Haben wir ja auch. Nur die Kamera ist abgekackt. Danke, Onni. Ey, krass, wir sind tatsächlich fast bei mit der halben Stunde von gerade eben. Krass. Ja, krass. Ja, ich sag doch, Alter. Hab ich nicht gemerkt. Okay, krass, hab ich auch nicht. Ey, geil, Bro. Ey, wie gesagt, wirklich, das ist ein Angebot, schickt uns einen Schuh zu. Erstmal Gewinnspiel. Ja, manche. Also lass uns erstmal überlegen, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, aber lass uns erstmal überlegen, was sie dafür tun müssen, weil einfach so ein Schuhgeschenk gibt's nicht. Yes, abonniert den Kanal. Wir überlegen uns was und dann checkt ihr das. Schickt mir 400 Euro. Wir überlegen uns was und dann machen wir ein Gewinnspiel, dann machen wir es ordentlich und die Verlosung machen wir in Eindhoven, während wir essen, machen wir Verlosungsvideo und dann kriegen die das. Boah, das ist doch mal ein Deal, ey. Das machen wir. Oh yeah, mein Name ist Hakim. Mein Name ist Prodigy. Mein Name ist Jake. Und Mo war heute im Haus, Out of Vinci. Checkt die Seite auf jeden Fall ab, checkt die Motive ab, checkt die Kunst ab, supportet das. Das ist also Local Business auch vor allem. Supportet das und Peace in the Middle East und Free Willy und checkt natürlich den Patreon-Link ab. Ja, Mann. Und Onni, wie geht's, Bruder? Onni sagt euch tschüss. Geile Jacke hat der Onni aber. Eine Sache noch, kann ich noch eine Sache sagen? Ja, sicher. Klar. Ganz kurz nur so zum Ende. Wirklich, wenn ihr irgendeine Idee habt oder irgendwas vorhabt, einfach machen. Yes. Einfach machen. Word. Das ist so mein Statement zum Abend. Und danke für die Einladung, Jungs. Ey, cool, sehr gerne. Cool. Danke, dass du da warst. Super, cool, Jungs. Mann, das und ich hoffe, ihr werdet richtig groß damit. Danke, wirklich. Aber stell mir mal den Kollegen vor, der das bei dir gemacht hat. Vielleicht hat der ja irgendwas, Alter, was wir in uns nicht sehen, was der in mir sieht. Ja, Walla, Bruder, diesen Kollegen zu kennen, der sieht irgendwas, Bruder. Der sieht irgendwas, was wir selber in uns nicht sehen. Auf einmal kommt er und sagt, Bruder, du musst... Der ist erleuchtet. Der ist einfach erleuchtet. Du strickst, Bruder. Aber dann wird es auf jeden Fall laufen. Ja. Vielleicht sagt und er dann auch, strickst du einen Gucci-Pullover und das wird eine Edition bei denen. Rote Pille oder blaue Pille? Blaue Pille. Rotes Licht, grünes Licht. Rotes Licht, grünes Licht. Ich habe gar nicht Hurensohn gesagt heute. Scheiße, jetzt ist die Show vorbei. Ja. Hurensohn. Gatte Gucci-Pendejo.